So, hallo an alle zur nächsten Folge von Skyrim. Da wäre ich wieder einsatzbereit, aber irgendwie nicht an der letzten Stelle, wo ich aufgehört hatte, war ein kleines Problemchen, nämlich die Festplatte ist vollgelaufen. Leider, leider. Und da ist abgebrochen, das habe ich nicht mitbekommen, weil das ja komplett Vollbild ist. Und erst dann, als ich sowieso kurz aufhören wollte, gesehen, oh, verdammt, Festplatte voll, habe nur ein paar Minuten gefehlt. Wir waren sowieso auf dem Weg hierher. Ich glaube, wir haben nicht allzu viel verpasst. Ja, ich bin ja auf einer Mission, ich muss mich auch wieder ein bisschen ins Spiel mit einfügen oder reingewöhnen, weil ich viele andere in der Zwischenzeit gezockt habe und, ja, nicht, dass ich mich wieder vertue irgendwie so. Nee, also nicht wundern, wegen den Schnelltasten und sowas, musste gehen, dass sie war hier noch mit drin, gell? Nee, oh, das war, gut, war was anderes. Ihr habt nichts gesehen. Ich tue mich wieder einfühlen und, ja. Übrigens hier, bei diesem Kanal habe ich ein ganz anderes Aufnahmekonzept, ich zocke einmal richtig lang. Da bin ich ein bisschen was Zeit vorproduziert auf ein paar Wochen sozusagen und dann ja, mache ich weiter und so. Und das, ich bin schon angekommen, ich wollte nur kurz das fertig sagen. Und im Hauptkanal ist es halt so, dann mache ich halt die Folgen für den nächsten Tag immer, also relativ zeitnah, hier ist das nicht so. Weil, keine Ahnung, also hier kann man das ja machen, hier kann man mal im Voraus aufnehmen, weil das ja halt normal Singleplayer sind oder ähnliches oder halt auch im Together dann Einzelspieler-Spiel, aber wenn man so auf dem Server spielt, soll das schon zeitnah kommen. Jedenfalls, ja, gut, so viel dazu, deswegen kamen die Folgen teilweise nicht regelmäßig, aber ich will da mal wieder was machen. Man nimmt sich immer viel vor, meistens klappt es nicht, aber ich drücke mir selbst die Daumen, dass es klappt. Und zwar regelmäßiger Folgen, auf jeden Fall Saints Row wird regelmäßig kommen, weil es schon ein Kumpel gemacht ist und der, ja, achtet er schon drauf auch. So, wir sind angekommen hier oben, unserer Mission. Ich kann mal gucken, Truhe leer. Warum ist die leer? Das ist schlecht. Ich soll reingehen, aber in die andere Tür, ne? Ja, in die andere Tür. Ich glaube, hier oben war das mit den Graubärten, ne? Ganz, ganz oben auf dem Berg. Oder bin ich hier falsch? Ne, ich glaube, ich bin richtig. Ich bin gespannt, was passiert. Ein bisschen verschnupft bin ich auch noch. Irgendwie immer dann, wenn ich verschnupft oder krank bin, habe ich Bock auf Skyrim. Keine Ahnung, was da los ist. Flüchtige ich mich ins Mittelalter. Weil ich sowieso nicht viel machen kann, außer zocken. Haha. Oh, okay. Es sind Lebende, keine Gegner. Gut, dann kann ich ja hier wegtun. Sieh an. Ein Drachenblut erscheint. Gerade jetzt, am Wendepunkt des Zeitalters. Der läuft einfach mitten durchs Bild. Naja, ich folge eurem Ruf. Ich folge eurem Ruf. Wir werden sehen, ob ihr wirklich über die Gabe verfügt. Zeigt es uns, Drachenblut. Gönnt uns einen Vorgeschmack eurer Stimme. Unerbittliche Macht. Achso, da muss ich jetzt aber erst wieder eine Option. Quatsch hier. Bei Fertigkeit. Nein, das war falsch. Boah, wo war das nochmal? Euer Schrei wird uns. Schreit für uns, Drachenblut. Ja, okay, warte. Ich muss wieder reinkommen. Magie, genau. Ich muss erstmal bei den Schreien auch den richtigen unerbittliche Macht auswählen. Ansonsten gibt's. Haben wir vielleicht Zeit für Fragen. Drachenblut, ihr seid es. Willkommen in Hochwortgar. Tja, das hat euch erstmal schön die Röcke hochgepustet, wa? Ich bin Meister Arngeier. Ich spreche für die Grauwerte. Ein Geier also. Sagt mir also, Drachenblut, was führt euch hierher? Keine Ahnung, irgendjemand hat geschrien und ja, ich soll kommen und so. Ich folge eurem Ruf, Meister, genau, das wollte ich ja sagen. Wir sind geehrt, ein Drachenblut in Hochrotka begrüßen zu dürfen. Wir werden unser Möglichstes tun, euch den Einsatz eurer Gabe zu lehren, um damit euer Schicksal zu erfüllen. Sorry, kurz gemutet wegen Huster. Und was ist mein Schicksal? Das müsst ihr selbst herausfinden. Wir können euch den Weg zeigen, nicht aber euer Ziel. Ah ja, okay, gut. Wer seid ihr? Was ist das für ein Ort? Wir sind die Graubärte. Wir folgen dem Weg der Stimme. Ach so, wenn ich schreie. Ihr steht in Hochrotka am Hang des heiligen Berges von Kynaret. Hier kommunizieren wir mit der Stimme des Himmels und versuchen, ein Gleichgewicht zwischen unserem inneren und äußeren Ich herzustellen. Okay. Und was heißt überhaupt, so ein Drachenblut zu sein? Wir sind die Graubärte. Wir folgen dem Weg. Oh, habe ich falsch geklickt? Wow. Ihr habt ohne Ausbildung bereits die ersten Schritte hin zum Bündeln eurer Stimme als Tuum, als Schrei, unternommen. Jetzt werden wir sehen, ob ihr bereit und fähig seid zu lernen. Wenn ihr einen Schrei nutzt, sprecht ihr in der Sprache der Drachen. Daher gibt euch euer Drachenblut einen angeborenen Vorteil beim Lernen der Worte der Macht. Alle Schreie bestehen aus drei Wörtern der Macht. Mit jedem Wort, das ihr meistert, wird der Schrei stärker.
Meister Einhard wird euch nun Roh lehren. So weit waren wir noch gar nicht. Von unerbittlicher Macht. Roh bedeutet in der Drachensprache Gleichgewicht. Kombiniert es mit Wus, Kraft, um euren Tum stärker zu bündeln. Ah ja. Da steht was. Soll ich machen? Eigentlich wollte ich ja hier... Meister Einhard wartet. Das hier, das irgendwie hat er gerade sich wiederholt. Ich habe gedacht, ich habe falsch geklickt. Drachen haben die angeborene Fähigkeit, ihre Stimme zu trainieren und zu bündeln. Drachen können außerdem die Macht ihrer toten Brüder aufnehmen. Einige Sterbliche werden mit ähnlichen Fähigkeiten geboren. Seit Jahrhunderten wird darüber gestritten, ob das ein Segen oder ein Fluch ist. So Segen ist doch geil. Was ihr in einigen wenigen Tagen gelernt habt, kostete sogar die Begabtesten von uns mehrere Jahre. Manche glauben, dass ein Drachenblut von den Göttern in Zeiten großer Not in die Welt geschickt wird. Wir sprechen darüber, wenn ihr bereit seid. Okay, siehst du, immer erst mal später, ne? Ja, gut, ist jetzt eher nicht so wichtig, glaube ich. Oder vielleicht der noch. Warum kommen die überhaupt zurück dann? Hat das mit mir zu tun? Zweifelsohne. Das Erscheinen eines Drachenblutes zu diesem Zeitpunkt ist kein Zufall. Euer Schicksal ist sicherlich mit der Rückkehr der Drachen verknüpft. Ihr solltet euch darauf konzentrieren, eure Stimme zu stärken. Dann wird euer Weg bald frei sein. Sagt dem, obwohl ich erkältet bin, so eine Drecksau. Haha. Ah, nee, ich lasse fertig. Hört mal aus mit dem Fortsetzen. Dann werdet ihr bereit sein für das, was noch kommt. Ja. Passt der schon. Der Himmel über euch, die Stimme in euch. Ah, okay. Ihr lernt neue Wörter wie ein Meister. Ihr seid wahrlich mit der Gabe gesegnet. Aber das Lernen eines Wortes der Macht ist nur der erste Schritt. Ihr müsst seine Bedeutung durch ständiges Üben entschlüsseln, um es in einem Schrei nutzen zu können. Tja, lauf erst weg und fertig ist mit dem. Der Rest von uns Schreie. Als Drachenblut könnt ihr die Lebenskraft sowie das Wissen eines getöteten Drachen direkt aufnehmen. Als Teil eurer Einführung wird Meister Einhard euch an seinem Verständnis von Roh teilhaben lassen. Ja, okay. Ich bin nur drüber gelatscht und habe es gelernt. Ist auch geil. Was geht mit dem ab? Jetzt zeigt uns, wie schnell ihr euren neuen Tun fassen könnt. Soll ich wieder schreien? Nutzt euren Schrei der unerbittliche Macht, um die Ziele zu treffen, sobald sie erscheinen. Ah ja, okay. Fliegt so sah! Boost, go! Okay. Gut gemacht. Wieder einmal. Fliegt so sah! Ah ja. Den hinten fetzt du mal die Robe weg. Ihr lernt schnell, wie gewohnt. Wo ist das Vieh? Grafikfehler. Ah, der hat mich drauf besinkt, kriegt er. Das war mit Absicht auf dich da hinten. Beeindruckend. Euer Turm ist präzise. Ihr zeigt großes Potenzial, Drachenblut. Eure nächste Prüfung findet im Hof statt. Folgt Meister Bori. Ajo. Der soll mal ein bisschen schneller laufen hier. Ich weiß, dass er hier raus will. Oder? Jo. Oh, komm schon. Lauf schneller. Okay. Bin mal gespannt.
mag ja Drachen. Ist ja nicht so, als ob ich die nicht mögen tue. Finde die geil. Ja, 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 ja. Kommen Sie alle, wir wollen klotzen, ne? Jetzt werden wir sehen, wie ihr einen völlig neuen Schrei lernt. Meister Bori wird euch Wult beibringen. Das bedeutet Wirbelwind. Bull. Ihr müsst das Wort tief in euch selbst hören, bevor ihr es zum Tun bündeln könnt. Okay. Soll ich jetzt mal drüber laufen wieder? Ja. Geht zu Meister Bo. Er wird sein Wissen über Kult mit euch teilen. Jetzt werden wir sehen, wie schnell ihr einen neuen Schrei meistern könnt. Sehr schnell natürlich. Meister Wulfgar wird euch den... Natürlich der hier. Wirbelwindsprung vorführen. Anschließend seid ihr dran. Master Bori. Bex. Jetzt seid ihr dran. Was war das? Stellt euch neben mich. Master Bori wird das Tor öffnen. Durchquert es mit eurem Wirbelwindsprint, bevor es sich wieder schließt. Okay. Bleibt bei mir und bereitet euren Wirbelwindsprint vor. Ha ja. Es ist erstaunlich, wie schnell ihr einen neuen Tum erlernt habt. Bisher kannte ich die Fähigkeiten eines Drachenblutes nur aus Geschichten. Ich dachte, es wäre für jeden so einfach gewesen. Nein, wahrlich nicht. Aber ihr solltet euch davor hüten, eure Fähigkeiten stärker als eure Weisheit wachsen zu lassen. Ihr seid jetzt bereit für eure letzte Prüfung. Holt das Horn von Jürgen Windrufer, unserem Gründer, aus einem Grab im uralten Gotteshaus von Ustengraf. Bleibt dem Weg der Stimme treu, dann werdet ihr wiederkehren. Okay. Nur, es gibt nur 4 von euch? 5. Unser Anführer Parthornax lebt allein auf dem Gipfel des Halses der Welt. Wenn eure Stimme den Weg öffnen kann, dann wisst ihr, dass ihr bereit seid, mit ihm zu sprechen. Ah ja, okay, gut. Jetzt muss ich halt dahin düsen. Ja, jetzt muss ich dahin düsen, um das Ding zu holen, ne? Mission wieder, ne? Zu dem Grab hin und holen, was, ne? Das heißt, wieder durch und wieder durch und wieder durch und wieder ein bisschen laufen. Jetzt darf ich den ganzen Berg wieder runter eiern und am Ende best noch wieder hoch, ne? Oh, das ist blöd. Wo ist ich überhaupt hin? Hier auf der Kadde? Ist denn das Ziel? Aktueller Standort ist hier. Das war ein markierter Ort. Ah Gott, abbrechen. Wo muss ich denn hin? Ach da, warte, da. Ja, hier, guck mal, wo die mich hinschicken. Hier einmal durch die komplette Pampa durch. Von da nach da. Aber, da ich schon erkundet habe. Hab ich nicht erkundet. Nein. War ich hier echt noch nicht? Nein, war ich noch nicht. Hier war ich schon, ne? Da kann ich schnell hinreißen. Ich guck mal kurz ein bisschen ab. Anscheinend hier oben. Ne, gut, hier oben war ich noch nicht. Aber das ist echt hier das nächste, der Staubmannsgrab. Ja, da reise ich schnell hin. Ich kann auch wieder schnell zurückreisen, so rum. Am besten wäre es, wenn du einfach am Anfang komplett einmal durch die Pampa rennst und alles erkundest, dann bist du viel, viel schneller bei den Quests.
Okay. So, das hier war Lager Stille Monde oder so. Da war ich schon, glaube ich, ne? Ah ja, hier ging es runter. Habe ich schon, glaube ich, mal alles zerlegt. Und auf der Karte, ich muss da über die Berge mal wieder. Aber